Man merkt, du hast den Controller nicht mehr in der Hand. Ja, er fliegt hier wieder durch die Gegend. Zack. Hier kommt Thiel. Ohne Griff und ohne Stiel, einfach Thiel. Ja. Nein, jetzt kann es wieder losgehen. Ich bin ja gestorben. Ja, jetzt kann mir der Fahrstuhl jetzt weg wäre. Da ist er ja weg. Wobei es keinen Sinn macht, wenn er weg wäre. Würde mich auch wundern. Nee, da ist er noch. Vielleicht kann man den jetzt tatsächlich über die Dinger hier rufen. Weißt du? Über die hier, weil da schon oben auch eins von. Can say maybe. Oh, nee, komm. Ich fange heute gar nicht mehr an mit irgendwelchen Songs. Wie, du fällst da nicht runter. Jetzt fällst du runter. Wo du eh schon so gut wie tot warst. Du kleiner Sack. Zu sein. Ei, ja. Ja. Ei, ja. Verdammt. Ja. Die ich gar nicht gesehen. Oh. Oh. Ah. Du nervst mich noch viel mehr. Weg. Pass auf, scheint noch mehr zu sein. Noch durch die Leiche von dem Riesen das Schwert gezogen hast. Ah, ein richtiger Skeletor-Move, hätte ich was gesagt. Nichts. Einfach mal. Einfach mal nichts. Das sind die lustigen Gesellen. Hier waren wir schon, ne? Ja, hier waren wir schon. Da kommen wir ganz original her. In die Richtung müssen wir, ne? Achso, wir sind jetzt wieder ganz oben, ne? Nee, hä? Ja, doch, sind wir. Ich blick also nicht durch. Ich will. Kann ich mich an den. Nein, kann ich nicht. Na gut. Ich will jetzt mal mit dem Typen da vorne reden, weil jetzt sind wir ja nicht mehr Salomon. Stimmt. Oh. Kombi. Eck. Nice. Was jetzt? Ausatmen. Achso. Denk dran, links die rote, dahinter die Armbrustschützen und der Riese.
Und die beiden Idioten da hinten. Armbrustschütze links. Kommt auch noch. Das war ja mal wütend. Oh, Scheiße, warum bin ich so langsam? Dieser blöde, schwere Hammer. Oh, wäre das krass, wenn es so richtig nervige, schnelle Gegner geben würde, so wie die Spinne aus Hand. Oh, die schneller sind als du. Does my frail mind deceive me? Or am I greeted by the specter of death? Only silent judgment. I see. You're nothing more than an apparition. A figment of my tortured imagination. Be gone, then. I need no reminder of my fate. Be gone! Be gone! Be gone! Ich kann noch nicht grölen, ich bin noch... Kennst du das, wenn deine Stimme nicht warm ist? Ja, absolut. Ist geil, ne? Das kenn ich vom Singen. Verhärten nicht ready. Verhärten ready. Wie, du lebst noch. Scheiße, ich wollte noch mal treffen, damit ich mein Dingsens zurückkriege. War Loot? Bei ihr? Nee, okay. Wie auch das erst gedacht, aber... Ja, nee. Das war dann wahrscheinlich nur das letzte bisschen Essenz. Ich ignoriere die beiden einfach. Ja, also entweder gehst du weiter oder du heilst dich. Also heilen im Sinne von heilen bei der Schwester und einfach oben nochmal, weil du hast ja mit dem Typen gesprochen. Ich kann mich auch anders jetzt, heilen. Du kannst jetzt demnächst... Ja, aber jetzt hast du ja trotzdem keine erneute Chance. Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber wir haben halt keine andere Heilung mehr als das. Nee, weil die wachsen ja keine... Auf Monolithen wachsen scheinbar keine Pilze. Komisch eigentlich. Nee, was mich interessieren würde, ist, es sah vorhin so aus, als würde es dort noch weitergehen neben dem Teleporter. Also Jesse, nach unten. Jesse würde auf jeden Fall jetzt sagen, Beschiss! Oder was sagt sie noch so oft? Schande! Schande! Ach ja, den juckt das ja nicht. Nee, in seiner Kombo nicht. Ciao! Also, in seiner Kombo kann man ihn nicht staggern. Ja. Kann man ihn nicht staggern. Er ist ein fucking Berserker! Stimmt. Oder Hitokiri. Hyper Armor. Zur Erklärung, Hyper Armor heißt, dass der Gegner einen Schlag ausführt und man ihn währenddessen nicht unterbrechen kann mit einem eigenen Schlag. Was mich interessieren würde, ist, müssen wir jetzt unten wieder anfangen, weil der Fahrstuhl ist jetzt theoretisch nicht mehr da. Ja gut, dann können wir die Sache mit der Fackel ausprobieren, ne? Jo. Den Fahrstuhl hat irgendwie zu rufen. Vielleicht geht das ja. Oder sich da einfach hinzustellen. Oder. Er ist nicht also, da. Der Fahrstuhl ist nicht da. Und ich glaube, mich da hinstellen kann ich auch nicht, weil das sieht nach viel Tod aus. Nee. Aber die... Ah, ja. Aber. Ah. Oh, Janis. Ja,
Shortcut. Ich wollte gerade sagen, um mal die Rocket Beans zu zitieren. It's the final shortcut! Ey, der war das gut, ne? Ja. Der war gar nicht schlecht, ey. Falls ihr euch fragt, warum Janis mich nicht auslacht, wenn ich singe, er ist Musiker. Und ist gewohnt. Reihenfolge nicht beachten. Und ist gewohnt, ist geil. Naja, du bist eigentlich viel mehr random Geräusche von mir gewohnt. Ja, das sowieso. Aber mit denen halte ich mich noch konsequent zurück. Ist noch zu früh am Morgen. So um 3. Siehst du? Siehst du? Ja. Man darf ihn einfach nicht zum Angriff kommen lassen. Sobald man ihn da rausgeholt hat, muss man konsequent durchkloppen. Was ich mir überlegt habe, während du einen Dicken machst, kann ich das ruhig erzählen, oder? Ja, klar. Wenn du verhärtest, oh, und er doch, jetzt kommt die Alte da hinten wieder an. Und du einen leichten Angriff machst nach der Verhärtung, ob er dann vielleicht einen Angriff macht, den man parieren kann. Das ist möglich. Weil du dicht genug dran stehst und er diese scheiß Rolle nicht macht. Nice. Deine Lebensanzeige ist... Wovon habe ich denn Schaden bekommen? Deine Lebensanzeige ist nicht so nice. Muss von ihm gewesen sein, irgendwas. Ja, muss ja, aber ich habe kein Trefferfeedback gehabt. Der haut dann ja immer weg, wenn der einen trifft. Oh ja, dicht genug dran bei der Dreh. Oh ja, schön, schön, schön. Oh, ja, dann ignoriere ich die Typen jetzt selten einfach. Also ich find's ziemlich interessant. Ich würde tatsächlich sogar nochmal mit Haros und mit Eridrem zu dem Typen gehen, ne? Mhm. Ich muss bei den Typen durch, ne? Jo. Oder? Boah, ist da was los, Alter! Zwei Schwert und Speer hinten. Armbrust hier oben, zwei rote unten. Ich hab grad noch parieren gedrückt. Oh, das kann jetzt mal tot sein. Fertigkeit! Ja, das hab ich mir auch gedacht. Und hacken! Da war keine zweite Bogen. Nee. Finde ich den Stab tatsächlich besser. Ja, so. Der macht aber auch noch Schaden, der Stab. Hast du gesehen, wie viel Schaden du ihm nur mit einem Heavy machst? Oder aber mit einem Light richtig krass? Ja. So kommst du wieder zurück, ne? Mhm. Ja, auf die andere Seite, okay. Dann kommen jetzt die beiden Horsts. Oh, Item. Wir müssen auch gleich unbedingt mal... oh, Moment. Moment. Oh. Was? Ich hab's nicht durchgelesen. Da links.
Für die Fähigkeit, wieder her, deine Höhle nach dem Tod zurückzugewinnen. Jenen, die mit der Absprechung vertraut sind, wird Entschlossenheit gewähren. Ah, okay. Also du könntest jetzt den Oh-Shit-Button wieder herstellen. Oh ja, Wenn du ihn hättest, würde es sich für Salomon sogar lohnen, Dingens zu machen. Wollen wir uns das aufheben? Ja. Weil wir sind jetzt nicht so weit weg vom Shortcut, oder? Nee. Würde ich jetzt auch nicht machen. Da habe ich reingezackt, mit der Konsequenz muss ich jetzt leben. Na komm. Und du hast gesehen, ne? Nach dem Sprung, die Drehung macht keinen Schaden von ihm. Richtig. Habe ich extra ausprobiert. Die ist nur Tarnung. Die ist nur Fake. Hier. Ja, das ist eine Finte. Wie eine Finte. Ja. Nice. Die sterben so lange. Ich denke, jedes Mal, da kommt noch ein Gegner. Schlimmster Boss, Kamera. Oh, das war die Ausdauer bei dir. Ja. Leid! Mehr Schaden. Ja. Okay, die fliegen zu weit weg nach dem ersten Heavy, wenn man nicht an, um noch ein Heavy hinterher zu hauen. Ja. Sind ein paar. Da sind ja noch zwei. Ich find's geil. Gar nicht nervig auf Dauer. Ich find's so geil. Ja. There she goes. Was hast du für ein Item benutzt? Was hast du für einen Buff da unten? Den habe ich immer. Achso. Das ist smart. Noch ein. Müsste letzte sein. Ich frage mich, warum er nach dem Sprintangriff in den Heavy teilweise immer so kurz in diesen Ausweichmodus übergeht. Ich habe mich gefragt, ob du das machst. Ich finde das immer sehr, das sieht immer sehr witzig aus. Als würde er abbrechen, also als würde er ausweichen und das in den Heavy quasi übergehen, aber ich gar nichts. Hier hat eine Armbrust und die andere nicht. Das ist schön. Die gucken aber weit nicht in meine Richtung. Ja, aber zu ihr kommst du nicht hin. Nee. Hinlaufen, schlagen, töten und runterspringen, weglaufen. Nee, na gut, dann mach sie zuerst. Und dann würde ich hochlaufen, den Groß ignorieren, die schnell wegkloppen und dann runterspringen, hier rüberlaufen. Ja. Beim Runterspringen darauf achten, dass du nicht nach, dass du halt ja hier hinspringst. Ne? Oh, nice. Vergiftet. 20 Einblick. Nee, doch, 20 Einblick. Oh ja, er war doof. Oh, wollte ich das. Ja, wegen Ausweichen. Ja. Yeah. Ich suchte eine bessere Position. Oh Gott. Es gibt keine bessere. Er geht wahrscheinlich zurück. Ich glaube, den kannst du da oben sogar machen, oder?
Du wendest mir den Rücken zu. Fehler. Ausdauer. Reichweite. Ja, dachte ich mir schon. Ja. Da hat das Gift gefehlt eben. Zwei ja. Einblicke, nice. Ein Tarbeutel. Würde es mich auch mal interessieren. Wir haben die Leiche noch gar nicht eingesammelt, oder? Welche Leiche? Nee, stimmt, haben wir noch nicht. Das sollte ich doch eben machen. Weil wir haben nur 1500. Jetzt mache ich auch schon wieder den Fehler. Verwechsel R1 und L1 und L2. Würde mich gucken, was das für eine Fähigkeit ist. Ja. Nee. Warum kann ich mir. Achso, Steuerkreuz. Waffen betroffen. Leute frei. Keine Ahnung. Was ist das? Was sind Farbtöne? Kann man Skins bekommen? Ich will Skins haben. Muss ich die kaufen? Mikrotransaktion? Hallo? EA? It's in the game. Du musst aber, glaube ich, jetzt genug Einblicke haben, um die letzte Fähigkeit kaufen zu können. Ja. Dass er beim Sprinten keine Ausdauer verliert. Was ein nettes Gimmick ist, was man nicht unbedingt haben muss, aber ey, da stehe ich ja. Ach nee, doch nicht beide. Denk an die beiden da rechts. Ah ja, ich jogge an den vorbei. Ja, du hast, glaube ich, einen getriggert. Nee. Ach, hol den Dingens und dann hau ab. Das müsste klappen. Ja, 6700, die hätten wir auf jeden Fall vermisst. Oh, ja. Haben wir das Teil, das wir gekauft haben, von der besessenen Schwester in den Kolben gebaut? Oder haben wir es doch gar nicht eingebaut? Wir haben es in den Kolben gebaut, ne? Das baust du in alle ein. Das ist hüllenübergreifend und waffenübergreifend. Für die Waffen hast du nur die Abschrecksäure und die Verbesserung für die Fähigkeiten. Also die der Waffenfähigkeiten. Ah. Da unten ist ein Item, hast du gesehen? Jo. Ja. Das sieht nach einer krassen Falle aus. Ja. Den Mentoren. Abschrecksäure. Nice. Armbrustschützen hinten. Mhm. Warte. Ob du sie triggern kannst. Und dann lauf auch mal nicht so weit vor wegen Aggro von der anderen. Ja. Durch die Lücke gefallen. Sie hat dich. Mach sie zuerst, ja.
Die kann ja... Dennis wurde mal wieder von einer Armbrustschütze im Nahkampf getötet. Warum greifen die auch immer mich im Nahkampf an? Wie viel Schaden... Die macht mich ja Two-Hit. Mit ihrer Combo. Hm. 26 Minuten. Egal, oder? Okay. Das Tar holen und dann schnell zur Schwester zurück, oder wie machen wir es dann intelligentes? Ja, könnten wir machen. Dann kannst du viel aufleveln. Von diesen Masken benutzen. Stimmt. Oh, Shortcut! Oh, so geil! Das wäre ein ganz schöner Umweg ohne das Ding. Ja, der Weg da hoch ist, wäre aber auch echt gemein, ey. Das ist der einzige Weg, wie ich da noch ein zweites Mal sterben könnte. Oder ich verkacke irgendwas ganz, ganz, ganz krass. Ich gehe mal eben ins Bad. Okay. Ist nicht sein Ernst. Der ist hinter dir. Abgehen, abgehen, abgehen. Thank you.
Bitte? Nein! Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh, jetzt kriegt er auch kein Knockback mehr. Oh, ist das stressig. Nichts mehr zur Heilung. Oh Mann, ey. Nützt nichts, ich darf jetzt nicht sterben. Wenn ich jetzt sterben würde, wäre das ziemlich kacke. Oh Mann! Nein! Ja, okay. Was ist denn hier los? Ich komme mit dem Input-Delay manchmal nicht klar. Hast du die Sachen eingesammelt? Nein, kam ich nicht hin. Das ganze Tag. Ich könnte es jetzt wieder aufs Spiel schieben, aber jeder weiß, jeder gute Spieler schiebt es immer aufs Spiel. Ja. I've kept your flesh safe, foundling. Fertig? Ja.